Frösch. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Auf dem Raffineriegelände von BP in Gelsenkirchen-Scholven soll also eine Riesenanlage entstehen, um dort Kunststoffabfall zu recyceln. BP selbst spricht von einem innovativen Leuchtturmprojekt. Die Anwohner drumherum sind allerdings alles andere als erfreut. Sie befürchten eine große Umweltbelastung durch die neue Anlage. Heute sollte der Rat der Stadt Gelsenkirchen den Weg freimachen für dieses umstrittene Projekt. Wie nervig, schon wieder geht nichts auf der zentralen Bahnstrecke quer durchs Ruhrgebiet. Bei Bochum-Ehrenfeld haben in der Nacht wieder mal Kabeldiebe zugeschlagen. 5 Kupferleitungen sind unterbrochen oder beschädigt. Der gesamte Fernverkehr ist betroffen. Außerdem die RE1, die RE6 sowie die S1. Einfach nur ärgerlich für alle Pendler und Bahnreisenden. Ja, und das ist einfach super ärgerlich für die Bahn, aber vor allem für die Reisenden. Erst vor einer Woche haben Kabeldiebe den Bahnverkehr bei Bochum lahmgelegt. Jetzt also schon wieder. Jörg Steinkamp live an der Strecke in Bochum. Wie kann das sein? Ja, und wir vom WDR halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielen Dank, Jörg Steinkamp live aus Bochum. Was gibt es Schöneres und Erfüllenderes für einen Lehrer oder eine Lehrerin, wenn die Schüler einen so gut finden, dass sie ihn oder sie für den Deutschen Lehrkräftepreis vorschlagen? Dann hat man doch vieles richtig gemacht, oder? Heute Vormittag. Ab in den Dreck für den guten Zweck. Das ist das Motto beim Muddy Angel Run. Ein Hindernislauf für Frauen im Schlamm, Wasser und Schaum. Trocken blieb da am Samstag niemand. Sauber schon mal gar nicht. Aber das ist ja auch der Reiz an diesem 5 Kilometer langen Schlamm-Fun-Rennen, bei dem Spenden für die Deutsche Krebshilfe gesammelt werden. 7500 Muddy Angels waren am Wochenende in Duisburg am Start und hatten richtig viel Spaß. Die Ehrenamtagentur. Herr Rathmann, vielen Dank für diese Infos. Dankeschön. Dankeschön. Aufstehen, wenn andere noch im Tiefschlaf liegen, das ist für Markthändler Alltag. Bäckermeister und Unternehmer Johann Berns aus Kamp-Lintfort hat die meisten seiner Filialen inzwischen aufgegeben und beliefert mittlerweile über 30 Märkte zwischen Rhein und Ruhr. Wenn Not am Mann ist, springt auch Junior Hendrik Berns ein. Und wenn es morgens um 4 ist, da brummt es gerade richtig in der Backstube. Ja, sehr sympathisch. Wir gucken noch aufs Wetter. Morgen soll es auf jeden Fall nasser werden als heute. Aber erstmal die Nacht. Da ist es überwiegend bei 19 Grad. So, das war's von uns. Das war die Lokalzeit Ruhr. Um 20.15 Uhr geht's hier weiter mit der Vorkoster mit Björn Freitag. Diesmal geht's um Zitrusfrüchte. Guter Geschmack mit gutem Gewissen ist die Frage nach der Tagesschau. Wir sehen uns morgen wieder.